Du siehst hier bei diesem Bild wieder Folie drunter vor Blitzen und eine Struktur der Folie. Aber ich habe diesmal auch mit Gäuel gearbeitet im Untergrund, aber nicht mit der Rettungsschutzdecke. Ich habe mein Schokoladenpapier genommen von meiner Lieblingsschokolade und habe die mal ausgepackt, ein bisschen glatt gezogen und klebe die jetzt auf die Leinwand. Der Kleber sieht milchig aus, ist aber nachher transparent, also er trocknet transparent auf. Wenn du deinen Kleber verteilt hast, also ich verteile den gerne einfach mit meinem Kunststoffspachtel, dann leg dir einfach die Blätter, deine Goldblätter einfach auf die Leinwand und drück sie wieder mit dem Spachtel fest. So kriegst du die glatt oder ziehst es so zusammen, dann kriegst du wieder die Falten rein. Hier ziehe ich jetzt weiße Acrylfarbe mit dem Spachtel über die Ansätze, denn die Ansätze, also ich habe da ja richtige Höhen und Tiefen dadurch, und wenn ich die Stellen so frei lasse, also die Leinwand so lasse, dann weiß ich, sackt mir dann nachher die Farbe so ab und ich kriege die Struktur der Leinwand so, betone ich damit, und das möchte ich nicht. Deswegen ziehe ich da überall ein bisschen weiße Acrylfarbe drüber, dann schaffe ich eine Ebene bzw. eine Höhe. Genau, und dann lasse ich es gleich trocknen. Ja, meine Idee ist es, das Gold so durchscheinen zu lassen, aber insgesamt soll das Bild eher dunkel werden. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Ich nehme erstmal einen dunklen Farbton und streiche das alles damit ein und ja, taste mich selber so langsam vor. Ich schaffe jetzt eine Farbebene. Also wenn ich jetzt alles in einer Farbe erstmal einstreiche, dann habe ich damit quasi einen Grund, also einen Grundton, wo ich wieder drauf aufbauen kann. Ich tupfe jetzt die Farbe wieder weg und nehme damit auch den Kontrast wieder etwas zurück und ja, probiere jetzt erstmal, was so geht. Wenn ich jetzt hier diese quadratische Fläche habe, was ich nämlich jetzt auch gerade mache, ist, ich probiere schon mal aus, wie ich eine Flächenaufteilung mache. Also ich nehme wieder das oder mache wieder das Gold sichtbar und damit teile ich gleichzeitig mir die Fläche auf und lasse das irgendwie auf mich wirken. Ja, darauf habe ich natürlich schon die ganze Zeit gewartet, dass ich endlich den Blauton draufgeben kann. Und was ich vorher halt mir schon gedacht habe, Blau auf Gelb, das ergibt eine optische Farbmischung. Daraus entsteht nämlich ein Grün.
Ja, hier habe ich es eben mal im goldenen Schnitt geteilt, wie du siehst, oben ein Drittel, zwei, unten zwei Drittel. Das ist ungefähr eine goldene Schnittaufteilung. Und ich habe jetzt hier mal das Weiß dazu. Ja, ich nehme die Aufteilung wieder weg und löse mich von diesem goldenen Schnitt. Du liegst immer harmonisch, wenn du in so einer Aufteilung bist. Ich möchte jetzt aber eher so eine Farbflächenmalerei machen und die Betonung nicht auf den goldenen Schnitt legen. Ja, wie du siehst, kannst du also jetzt mit der Farbe experimentieren und spielerisch umgehen. Du kannst das Blau einfach wieder dazugeben, kannst mit dem Weiß diesen grünen Stich einfach herausnehmen und kannst dich dann, ja, kannst einfach gucken, was passiert. Farbe raufgeben, dann wieder eine andere Aufteilung vornehmen. Und einfach so arbeiten, ja, so experimentieren, dass du für dich selber Sachen entdeckst und das dann lässt, was dir, ja, was dir zusagt. Ja, es taucht ja auch immer mal wieder die Frage auf, was mache ich mit dem Rand? Und jetzt siehst du hier halt gerade, ich ziehe oftmals den dunklen Farbton um die Fläche herum, also um dein Bild herum. Und damit schaffe ich gleichzeitig so eine Verbindung. Also es ist dann so eine Einheit. Ja, ich habe das Bild einfach mal hingehängt, um zu sehen, wie es jetzt im Raum wirkt auf der weißen Wand, dann sehen die Farben oftmals noch ganz anders aus. Und ja, es gefällt mir ganz gut und ich mag einfach die Farben. Die ja, ist schön. Ich probiere jetzt hier nochmal, wie gut die Farbe auf der Goldfolie haftet und habe die gerade so ein bisschen abgewischt hier, dann blitzt das Gold nochmal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt aber auch noch Lust zum Malen und werde jetzt einfach noch mal gucken, ja, was ich noch so mache. Was du gerade ganz gut sehen kannst, ist, dass wenn die Farbe recht trocken ist und du den Pinsel ganz flach darüber über die Leinwand ziehst oder über die Struktur, dann betonst du damit eher die Höhen.
Ja, ich mache hier noch ein bisschen weiter mit den Farben und möchte dir mit diesem Video einfach nur mitgeben, dass du nicht viel brauchst. Du kannst einfach anfangen, geh an deinem Schrank, hol die Schokolade raus, pack sie aus, nimm die Folie, lass die Schokolade einfach liegen und fang an zu malen. Denn malen macht einfach total glücklich und zufrieden. Besonders wenn du deine eigenen Farbtöne benutzt, die du besonders gerne magst. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Und danke für dein Like und ich freue mich sehr über einen Kommentar. Vielen Dank. Auch wenn ich nicht immer gleich antworten kann, aber ich freue mich wirklich. Vielen Dank. Tschüss.